So. Am Sprengstoff wird es mangeln. Die Frage ist halt, ob es wirklich der Sprengstoff ist. Achso, hier gehen ja nur 3 Stück rein. Oder der Nachschub. Wir könnten aber aufgrund der Tatsache, dass wir hier alles an Leichtöl und Schweröl zu Alkangas umarbeiten, könnten wir noch eine Anlage für die Sprengstoffherstellung bauen. Würde ich jetzt zumindest mal sagen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Ja, komm. Habe ich noch eine? Jo. Kriegen wir das hier auch sinnvoll hin? Am besten mit Wasser natürlich. Wenn ich die da hinsetze, ne, dann kriegen wir sogar beide Sachen so rein. Wobei das total Wumpe ist. Ja, pass auf, hier könnten wir noch einen Wasseranschluss bauen dann. Ja, okay, machen wir so. Dann Sprengstoff. Ah nee, halt, das müsste ich noch ein verschieben. Upsi. Ich hab vergessen, dass er ja noch die unterirdische Wasserleitung ran muss. Ich wollte das eigentlich so bauen, dass wir direkt an dem Förderband hier mit rangehen können. Oder ans Förderband. Ah, hab Idee. Huch, ach so. Ups. So, nochmal Sprengstoff. Und mit dem Wasser machen wir das relativ simpel. Wir gehen einfach nach unten. Jetzt muss ich nämlich nur einmal das machen und einmal das. Upsala. Und einmal das machen. Und dann brauchen wir nur eine Verbindung da dran. Und dann hat er eigentlich alles. Und moin, Pianomann. Willkommen zum Stream. So, da nochmal 3 Upgrades rein. Dann haben wir noch einen Output. Und dann läuft das eigentlich. Frage ist natürlich, ob das reicht und ob wir mit dem restlichen Kram hinterherkommen. Wobei, hier können wir jetzt ja noch Upgrades reinschmeißen, bei Bedarf. Also hier ist auf jeden Fall genug in den Gerätschaften drin. Schwefel ist auch genug am Start. Ich glaube, da brauchen wir echt noch eine Fabrik für. Aber jetzt mal ehrlich, es ist halt wirklich nur die Munition, die jetzt halt gerade massig produziert wird. Und ich brauche das hier echt nicht in Perfektion. Garantiert nicht, so wie alles andere eigentlich auch. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein fettes Munitionslager, das ist cool. Einfach mit dem Zug ranfahren, auftanken lassen und weiterballern. Ich meine, so oft werden wir es auch nicht brauchen, aber ist auf jeden Fall cool. Ja, ja, ja. Ja, Radaranlagen kommen genug nach. Aber ist ja klar, dass es vom Sprengstoff her nicht reicht, weil die was brauchen und diese hier. Ja, das ist schon klar, dass es so ist, wie es hier gerade ist. Aber das lassen wir, wie gesagt, so. Das ist voll okay. Ja, solange der Zug befüllt wird, ist alles gut. Factorio Multiplayer? Nein. Das ist auf jeden Fall nicht geplant. Generell auch so, was alles an Minecraft-Community-Projekten momentan so kursiert, sag ich mal. Wir werden jetzt erstmal keins machen. Ich habe momentan so wenig Bock auf Minecraft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil ich die ganzen Updates einfach lächerlich finde. Muss ich ganz ehrlich mal sagen an der Stelle. Ja, das ist... Weiß ich nicht. Gefällt mir überhaupt nicht momentan. Vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal wieder, ja, aber momentan, nee, fällt aus. Gut, was wir jetzt hier noch bräuchten, wäre vielleicht so eine kleine, mehr oder weniger automatische Uranbetankung, aber die fehlt ja, ich sag mal, generell noch bei allen Zügen oder bei allen Bahnhöfen. Daher lassen wir das erstmal so. Ansonsten würde ich vorschlagen, tauschen wir mal so ein paar Sachen im Inventar. Ich brauche nämlich... Ah ne, Geschütztürme sind da. Genau, dann speichern wir mal ganz kurz. Und machen einen kleinen Ausflug mit unserem Artilleriezug. Ist der auf manuell gestellt? Kann das sein? Automatisch, ja. Genau, hier links die Basis. Die könnte er noch erwischen, glaube ich, ne? Ich denke schon. Können wir mal gucken, wenn wir hier anhalten, was passiert. Ja, kriegt er. Heißt aber auch, dass wir hier ein Umspannwerk brauchen. Reißen wir gleich wieder ab. Das ist nur
Für die Geschütztürme, für die ganzen kleinen Viecher, die dazukommen. Okay, die scheint das... Ah, jetzt kommen sie, okay. Guck mal, der ballert sogar hier oben mit hin. Sogar darüber auch noch. Jawohl. Ja, und da kommen sie. Da unten kommen die nächsten. Ups. Was? Jetzt fangen die an, da oben was anzugreifen, ne? Kacke. Ja, war mir fast... Ach so, weil das Radar natürlich eine militärische Anlage ist. Hey, was soll denn der Scheiß? Oh. Ich habe, glaube ich, gerade meine eigene Schiene zerschossen. Macht nix. Ja gut, Radar können wir gleich ersetzen. Passt schon. Habe ich gerade nicht dran gedacht, dass sie hier von oben dann auch runterrennen. Naja, ist okay. Ich hole mal schnell ein Radar. Die können ja hier so lange weitermachen. Den restlichen Kleinkram, den müssen wir, glaube ich, gleich mal eben zu Fuß machen. Ja, wir können eigentlich schon mal die militärische Rüstung anziehen. Wo ist sie? Da. Echt kein Radar dabei? Nee, tatsächlich. Na egal, holen wir halt welche. Ist egal, passt schon. Warte mal, hier unten waren auch welche? Echt jetzt? Lol. Hätte auch blöd enden können, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass die Viecher von oben runterkommen. Also, dass der gleich nach oben mitballert, sagen wir es mal so. So, ich nehme mal da so ein paar mit. Jetzt habe ich versehentlich noch Munition eingesammelt. Die kommt da natürlich mit rein. Ach stimmt, genau. Die Zielfernsteuerung, die müssen wir hier auch noch bauen. Machen wir aber später. Ich will jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, dann werden wir die ganzen Viecher hier im Umkreis erstmal los. Mal gucken, was hier noch steht, wenn noch was steht. Ja, so ein paar Sachen sind noch da, okay. Ja, moin. Oh. Das sind die Fetten, die hauen ganz schön zu, ey. So, aber die haben wir weg. Genau, generell haben wir hier, glaube ich, erstmal alles weg. Oben müssen wir gleich nochmal schauen. So, jetzt bauen wir mal eben schnell das Radar-Gedöns wieder dahin. Wo ist... Ach, jetzt... Ach ja, genau, jetzt macht er es ja automatisch, ja. Okay. Gut, das Zeug hier kann wieder weg. Ups, den auch nochmal. Und dann geht's weiter mit Aufräumen. Ich denke, wenn wir hier gleich parken, dann solltet ihr den Kram da oben aber auch noch hinbekommen, ne? Testen wir es mal. Ja. Yep. Okay, dann brauchen wir wieder ein Umspannwerk für den Saft. Zack. Genau, Munition haben wir noch genug. Sehr schön. Okay, die interessiert es gerade nicht so, aber hier kommt was, okay. Ja gut, den Rest hier hinten, den kriegt er wahrscheinlich nicht, aufgrund der Reichweite, ne? Oh. 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 Da kommt mehr als man denkt manchmal. Ja, okay, halb so wild. Oh Gott, da kommt ja noch mehr. Ich wollte eigentlich gerade mal hochgehen und gucken, wie das da oben ausschaut und vielleicht den Rest von der Basis noch entfernen. Aber wenn das hier so weitergeht, kommen wir da nicht zu. Ich riskiere es nochmal. Ich meine, so einen kleineren Trupp kriegen wir auch so weg. Ist ja kein Thema. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Müssen wir das ausräuchern? Ach ja, komm, jetzt bin ich schon hier. Well. Alter, die Grünen sind stabil. Meine Fresse, nur eins. Okay, also immer um die Sachen rumlaufen, dann passt das schon. So, und das sollte genügen. Ich gehe nochmal kurz links. Na, halt.
links rüber. Den machen wir doch eben weg hier, den Kram. Mal eben schauen, wie das da mit dem Rest ausschaut. Aber ich glaube, da ist alles weg erstmal, ne? Ja. Okay, passt. Ah, warte mal, wenn ich schon mal da... Ach komm, wir brauchen hier nicht alles wegmachen. Geht halt, wie gesagt, nur um die Reichweite vom Zug. Oh, ist ganz schön Haufen geworden hier. Oh. Dann müssen wir gleich aufpassen. Nicht, dass wir unseren Uranzug mitnehmen. Aber ich glaube nicht, der müsste jetzt auf der Unterseite stehen. Und sobald wir an dieser Wendemarke vorbei sind, ist es sowieso wieder egal. Ja, da ist er. Wie schaut's hier aus? Ja, ein bisschen weit ist noch da. Der eine ist fertig, aber lassen wir erstmal stehen. Passt schon. Ja, dann geht's weiter. Die Dinger werden übrigens sau schnell. Oh ja, über 200. Oh, warte. Brems. Hier lohnt es sich definitiv, auf beiden Seiten vielleicht ein paar Türme hinzustellen, ne? Fängt anscheinend unten an, okay. Das ist mir aber nicht so schnell, ich komme gar nicht hinterher. Komm schon. Upsi. Na, die werden jetzt ein bisschen Spaß haben, weil hier ist relativ viel in erreichbarer Nähe, sage ich jetzt mal. Naja, mal gucken. Oha. Aber das packen die Türme. Na, hier ist ein bisschen knapp, ich stelle mich da mal mit hin. Oder kann ich da noch welche hinbauen? Ah, naja. Machen wir es mal so eben zur Sicherheit. Na, ja, da kommt noch mehr, sehe ich gerade, ja. Ach, hier unten geht auch noch was. Wahnsinn. Das Ding hat einfach eine Reichweite, das ist zu geil. Hier rüber geht's auch noch. Lol. Geil ist das denn. Aber Fakt ist nun mal, dann haben wir hier in Nähe der Bahnstrecke erstmal... Oh, oh. Ruhe. Was das angeht. Ob die durch diesen Wald hier durchkommen oder ob die so schlau sind? Ja, die laufen dann vorbei, okay. Das könnte durchaus ein Problem werden, warte mal. Moment mal. Ja gut, Turm ist klar, dass sie den ein bisschen annagen. Aber, was uncool ist, ist die Tatsache hier. Ups. Da hinten sind die am Rumnagen. Ja, okay, lasse machen. Meine Güte, das kurze Stück da hinten können wir wieder reparieren. Meine Güte. Solange die jetzt nicht bis runterlatschen, hier zur Basis oder so, ist alles gut. Das war ein ordentlicher Haufen, der hier rumkommt, ey. Gut, aber ich denke mal, wir können mal eben gucken, dass wir hier oben vielleicht die Karte nochmal aktualisieren. Genau, da ist nämlich alles weg. Hier links auch. Und nochmal einmal kurz Richtung Uran vorkommen. Ich glaube, ups, der Kram da, der ist noch vorhanden, oder? Ja, komm, dann machen wir es weg. Genau, diesen kleinen Kram hier auch. Braucht ja kein Mensch. Gut. Hier ist noch alles voller Viecher, ey. Krass. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Oder mal eben generell gucken, wie das hier überhaupt aussieht. Ah nee, das ist gar nicht mehr aktuell gewesen. Ich wollte schon gerade sagen. Okay, oh. Naja, vielleicht doch ein bisschen.
sind halt einfach verwirrt, ne? Oh, nicht machen. Ich repariere mal gerade den Rest hier hinten, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, man sieht die Schiene gar nicht mehr. Alles klar. Läuft. So, ein Stückchen vorfahren müssen wir gleich noch, weil hier ist noch eine fette Basis. Ja, ja, dann machen wir das erstmal. Ich denke, dieses Mal wäre es ganz schlau, wenn wir gleich zu Beginn schon mal gucken, dass wir hier die Türme hinbekommen. Na toll. Und nach oben am besten auch, weil da kommt noch eine andere Basis. Ja, dann haben wir erstmal, achso, alles geklärt. Ach so. Das kriegen wir hin. Wo fehlt denn da eine Lampe? Ach, hier. Anscheinend mögen diese Viecher keine Lampen. Interessant. So, ich werde trotzdem nochmal hier unten eben so ein bisschen die Karte aktualisieren, damit wir auf Nummer sicher gehen können. Hier unten ist nämlich auch noch so ein bisschen Kleinkram irgendwie, ne? Das ist die große Basis, da wollte ich nicht hin, aber hier den Kleinkram machen wir noch schnell wegkommen. Gut. Dann haben wir hier auf der rechten Seite noch was. Ja, und der Rest ist hier sowieso im Wald, ne? Das ist relativ useless. Na ja, okay. Ah, oh Gott, ich hänge jedes Mal an dieser Klippe fest. Moin, NX-Zähler, willkommen zum Stream. Ja, ich sag mal so, seitdem man aus diesen Alien-Basen keine Forschungspakete mehr rausbekommt, sind die Dinger sowieso komplett nutzlos, sage ich jetzt mal. Früher haben die ja nochmal einen Sinn gemacht oder Sinn gehabt in irgendeiner Weise, aber das ist ja komplett weggefallen. Ich denke mal auch, dass wir einfach die nächste Season, die wir irgendwann in ferner Zukunft machen von Factorio, die werden wir wahrscheinlich komplett ohne Aliens spielen, weil das macht einfach keinen Sinn mehr. Und wenn sie nur da sind, um zu nerven, ja, nee, dann ist es nicht wert, finde ich zumindest. So, ich denke, wir setzen mal unseren Weg hier fort, haben es ja gleich geschafft. Jo, dann haben wir erstmal alles geklärt. Supergeil. So, have fun. Denken wir, das hier dauert vielleicht ein bisschen länger. Und der Fallout Jan ist auch wieder am Start. Herzlich willkommen. Ich habe da ein paar Türme vergessen, kann das sein. Aber ich stelle mich da einfach in. Ach so, hier ist direkt die Basis, lol. Nee, 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 nee. Wir sollten da vielleicht nicht unbedingt in der Nähe stehen. Warte mal. Nur zur Sicherheit. Pflanzen wir hier nochmal schnell ein paar Türme hin. So, reicht. Hm. Hä? Ach so, da oben, lol. Ja, der Gaming-Player ist auch für keine Aliens. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach nur ein Nervfaktor. Mehr ist es nicht in dem Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Nein, klar, das ist einmal cool, sich hier den Weg frei zu kämpfen. Aber ich sag euch eins, spätestens beim zweiten Mal, eigentlich ist es ja schon das zweite Mal, ist es nervig. Ja, das muss man einfach so sagen. Ist aber bis jetzt auch der einzige Negativpunkt, den ich für Factorio habe, ehrlich gesagt. Ja gut. Fast.
das Geflacker von den Förderbändern bei der einen Zoom-Stufe, ne? Aber das ist egal, drauf geschissen. Ist immer noch ein super Spiel. So, wie schaut's hier aus? Anscheinend bald fertig. Dann werden wir hier außenrum nochmal eben schnell alles aktualisieren, damit wir auf Stand sind. Na, von unten kommt noch ein ganzer Haufen da, sehe ich gerade. Ach, hier sind auch noch welche. Ja, moin. So. Alter. Okay. Gut, dann gucken wir mal schnell, ob wir hier noch irgendwelche Reste finden. Aber das sieht auf jeden Fall sehr vernichtend aus. Andere Mobs wären geil. Ja, ist immer so eine Sache. So, auf jeden Fall haben wir den Quatsch hier fertig. Jo. Ja, dann würde ich vorschlagen, fahren wir mit unserem Zug zurück und werden uns danach die nächste Pause gönnen. Naja, was heißt, man braucht eine Produktion weniger? Lasertürme sind sowas von unaufwendig, dass es gar nicht auffallen würde, dass es fehlt. Muss ich ganz ehrlich auch dazu sagen. Also, das ist jetzt nicht der Knackpunkt, sage ich jetzt mal. Und moin Cappuccino, willkommen. Und ja. Wir tun hier Zugdinge. Einfach mal zurückfahren. Hoffen, dass wir nicht in den Uranzug reinballern. Oh, ist okay. Ja, moin. Muss vielleicht die richtige Ausfahrt hier erwischen. Ist nicht erreichbar. Ach nee, stimmt, das ist von hier gar nicht erreichbar, ne? Verdammt, kacke. Ich muss hier mal irgendwo hin. Moment mal. Doch, klar ist es hier erreichbar. Ist ja blöd. Das ist nicht so gut, ne? Vielleicht fahren wir nochmal zurück. Ja, deswegen habe ich nämlich eigentlich nochmal die Karte aufgedeckt, aber ich habe gerade nichts gesehen, ehrlich gesagt, ne? Das ist ungut. Ja, da sollten wir mal schnell hin. Die Dinger fahren übrigens mit dem Kernbrennstoff an die 300 Sachen. Der eine war das. Ja, da haben wir die beiden wahrscheinlich übersehen hier, die hier noch waren. Gut, aber ich hoffe mal, das war der Rest. Kommt vor. So, jetzt aber zurück. Halt, warte mal. Ist das Ding von hier vielleicht erreichbar? Interessant. Wenn ich da jetzt manuell hinkomme, gucken wir uns gleich mal an, mal sehen. Nee, ich würde keine Lasertürme hier hinsetzen zur Verteidigung. Die Viecher kommen ja nicht. Nur wenn wir auf sie schießen. Daher macht das nicht so viel Sinn. Da wir wahrscheinlich in naher Zukunft erstmal gar nicht mehr in irgendeiner Weise irgendwas mit diesen Viechern zu tun haben werden. Daher geht das, glaube ich, so. Geht doch. Ich verstehe das Problem nicht, ehrlich gesagt. So, versuchen wir das nochmal. Ach, jetzt geht's auf einmal. Welch Wunder. Ja. Es ist noch nicht alles fertig konfiguriert. Sagen wir das mal so von diesem Zugnetz hier. Aber beladen klappt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Nice. Ja, dann haben wir erstmal wirklich in direkter Nähe zu uns erstmal wirklich alles geklärt. Ich denke mal, den hier hätten wir noch erwischt, wenn wir hier stehen geblieben wären. Aber ist egal. Wir haben jetzt erstmal Ruhe.
Ja, und diese beiden Erzvorkommen, die fetten hier, die gehören auf jeden Fall uns in dem Sinne. Hier wäre nochmal Öl, braucht man nicht. Passt. Jo. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein kleines Päuschen. 5 bis 7 Minütchen wie immer. Zur vollen Stunde. Und dann machen wir danach weiter. Eventuell, bauen wir schon ein paar Erzförderer auf. Oder wir bauen die Bahnhöfe für die ganzen Züge und so. Haben noch ein bisschen was vor. Wird schon schief gehen. Gut, aber wie gesagt, erstmal Pause. Bis in 5 bis 7 Minütchen. In dem Sinne, bis gleich.